In die Zivilisationsphase ein, aber keiner mag Kuchen. Warum mag keiner Kuchen? Naja, niemand mag Kuchen. Ich mag Kuchen. Obwohl, eigentlich Kuchen mag ich nicht. Ich mag ehrlich gesagt Torten. Ich bin der Tortenmensch. So, wir müssen jetzt ein Auto designen. Und ich hätte so gerne Panzer gebaut. Schade, das geht mir jetzt ein bisschen auf den Sack, ehrlich gesagt. Aber wir müssen Wirtschaftsautos bauen. Wirtschaftsautos. Wie sieht denn ein Wirtschaftsauto aus? Wenn du sagst, du baust einen Panzer, okay, da habe ich eine Vorstellung, aber ein Wirtschaftsauto. Alter, komm mal runter. So. Jedenfalls brauchen wir dafür ein Fundament. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich das jetzt wirklich bauen sollte. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, aber ungefähr. Ganz ungefähr. Und zwar brauche ich dafür zunächst einmal so ein Teil hier, wenn ich denn das Richtige finde. Das ist ja prädestiniert dafür. Perfekt, das kaufen wir. So. Dann brauchen wir nochmal einen so einen Ziegelteil. Das dient dann als provisorische Achse. Die ist breit. Okay, doch nicht so breit. Vielleicht können wir das da... Oh, das setzen. So. Das wird ein bisschen breiter gezogen und hier setzen wir dann die Räder an. Das können wir noch ein bisschen tiefer setzen. Machen wir das noch ein bisschen breiter. So, und wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, derjenige, der einen geilen Namen bzw. eine tolle Beschreibung für so ein Fahrzeug parat hat, schreibt es doch einfach bitte in die Kommentare. Der wird dann namentlich genannt, dessen Beschreibung wird dann eingefügt und so habt ihr etwas, da könnt ihr euch in eurem diesem Let's Play hier auch ein bisschen verewigen. Ich dachte mir, das ist doch eine nette Geste, vor allem dafür, für die, die schon länger dabei sind oder so. Da sieht man das so. Jetzt würde ich gerne Ketten anbringen. Ich weiß nicht, ob wir die hier anbauen oder vielleicht doch die hier. Oder die hier? Ne, die sind zu langweilig. Ich wäre fast für die hier. Die sehen dann doch mal ein bisschen schnittiger aus, allerdings schon ein bisschen kleiner. Aber breiter. So, kann man auch die Achse... Jetzt sind sie fast zu breit, die Achse hier. So, perfekt. Oha. So, dass wir das dann eben doch ein bisschen wie so ein Flitzer aussehen lassen. Wir sehen hier oben dann auch, wir haben zurzeit 30% Geschwindigkeit, Health, also Widerstand und Null Wirtschaft. Also das zahlt sich gar nicht aus, das zu bauen fast. Man, mir geht das mit der Wirtschaft noch so auf den Sack. Ich wollte das eigentlich unbedingt militärisch haben. Wir dann sogar die Jets bauen könnten und so Zeug, aber die können wir so auch bauen, nur statt Kanonen bauen wir halt eben sowas drauf. Auch wenn die jetzt wirklich wichtig sind drauf zu haben, mir gefallen die einfach überhaupt nicht. Deswegen werde ich die ganz klein machen und hier unten verstecken, damit man die ja nicht sieht. Der hat wirtschaftliche Stärke 4. Dieser Diamant, den setzen wir dann da unten hin, machen den ganz klein. Und so fällt er dann auch gar nicht mehr so stark auf. Würde ich sagen, noch einen, dann haben wir eh genug. Dann müsste das eigentlich reichen. So, vielleicht noch etwas für die Geschwindigkeit. Das würde sich auszahlen, damit wir dann auch vielleicht flüchten könnten. Dazu brauchen wir etwas mit möglichst viel Speed. Und das seht ihr, je nachdem wie viele Pfeile sind. Sumpfventil, das sieht auch schnell aus. Raketenantrieb. So ein Fahrrad, das wäre übrigens auch nicht schlecht. Dann. Brauchen wir es mit, ja, ich würde fast so ein kleines Rad oder so etwas einbauen. Das natürlich dann auch versteckt, höchstwahrscheinlich. Außer wir können hier wirklich sowas hier an der Seite anbringen, aber die ziehen dann diese Streifen nach und das gefällt mir nicht so. Das sieht sowieso schlimmer aus, sowas. Sonst wäre das gar nicht so verkehrt, vielleicht. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal so provisorisch. Dass wir da einfach mal so zwei Räder drunter dran ziehen. Wie immer klein versteckt, damit man es nicht so sieht. Von vorne sieht man es, na klar, aber sieht es auch von hier, egal, das passt schon.
Dann geht es. Oh, eine Fahrerkabine. Die müssen wir noch unbedingt einbringen. Jetzt hätte ich da gerne die hier, wenn wir die irgendwie so reinbringen könnten, damit die noch halbwegs passend aussieht. So irgendwie. Das sieht so verkrüppelt aus. Aber naja, komm, lass uns doch ein bisschen bauen. Dann brauchen wir diese geilen Lichter. Wo sind denn? Ah, die hier. Die brauchen wir hier vorne. Unbedingt. Damit wir auch was sehen im Dunkeln. Dann, was könnten wir hier noch Tolles anbringen? Ich würde sagen, aus Verzierung halber bauen wir dann doch die hier auch mal rein. Kann man den jetzt doch verdrehen, so wie ich die haben will? Ja, man kann in alle Richtungen, nur nicht die, die ich haben will. Das ist natürlich klar. Ich möchte die nämlich so in diesem Winkel nur hier oben. Will, dann machen wir es einfach so, das geht so auch. Ganz klein. Und das sind sowieso die falschen Teile. Perfekt. Wahrscheinlich ist das hier irgendwo das, was ich suche. Ja klar, hier sind sie. Die habe ich gesucht. So, wenn ich die dann vielleicht zurückdrehen könnte, wäre das super. Ne, kann man nicht. Beziehungsweise könnte man sicher, ich bin nur zu geschickt. Das heißt, oh, das hätte jetzt klappen können. So. Nicht so, nicht so. Nein, dreht euch doch so, wie ich haben will. Oh Mann. Kommt schon. Muss das sein? Jetzt, wenn die ganzen Leute zugucken, fühlt man sich ja schlecht. Vielleicht auch einfach so und dann ein bisschen. So, Alter, jetzt. So gern ich dieses Spiel auch habe, manchmal ist das wirklich schlimm. Ah, das will nicht. Das klappt einfach nicht. Naja, dann andere Verzierung. Da bauen wir sowas an. Anbauen vor allem. Wie sich das schon anhört. So, die müssen wir dünner machen. Dann so, damit wir da irgendwie so eine Art Leiter haben. Bleibt doch wenigstens so, wie ich sag. So, die können wir dann schon andere in Jade passen. So. Dann hier nochmal. Bisschen kleiner, verbreitern und anpassen. Damit das dann so wie eine Art Leiter wirkt, über die man dann in den Bohr steigen kann, oben auf irgendeine Luke, die schauen wir dann, wie wir die anbringen könnten. Vielleicht finden wir da was Hübsches. Dann ein bisschen Details braucht es einfach. Ne? Ein bisschen Gedanken dazu machen kann. Falls jemand von euch übrigens Vorschläge hat, wie man den sonst bauen könnte, einfach nur sagen, man kann die immer wieder ändern, wenn man lustig drauf ist. Hier hinten weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie wir den bauen. So ein Spoiler-Typ oder... beim anderen hatte ich das nämlich so geplant gehabt, dass wir da hinten dann so einen Klotz drauf bauen, auf dem dann die Kanonen drauf sitzen. Allerdings passt das jetzt natürlich nicht so gut. Dann würde ich sagen, bauen wir mal auf jeden Fall noch Lichter hier dran. Eines. Nur ein Licht. Ja, soll mich nicht stören. Jetzt machen wir's. Oha. So, so. Und so ein bisschen breiter. Das könnten wir dann auch separat einfärben, natürlich in einer anderen Farbe, wenn wir denn möchten. Das wäre übrigens auch geil, so ein richtigen 60er Jahre Fahrzeug nachzubauen, als mit diesen Lichtern da hinten drauf. Boah, die strahlen stark. Oder sowas. Vielleicht vorne so irgendwas, wo man dann so einen Kühlergrill inzwischen reinbaut. Das wäre übrigens auch witzig. Dann hier hätten wir ja nämlich auch die Reifen dazu. Das wäre eigentlich schon witzig, gell? Auch so ein Hybridteil. Ich würde sagen, ich baue den jetzt einfach mal so. Und den Stats her passt mir ja ungefähr recht gut. Hinten müssen wir noch irgendwas draufbringen. Da weiß ich, bin ja noch unschlüssig. Aber schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was ihr denn gerne hättet. Ich mache das ja für euch hauptsächlich und nicht für mich. Ihr habt das ja alles schon mal gesehen. Sagt doch mal, was für ein Fahrzeug ihr denn haben wollt. Das sieht eigentlich schon ganz geil aus. So. Was ihr denn für ein Fahrzeug haben wollt. Und das werde ich dann versuchen zu bauen. Und jo, dann schauen wir mal, was wir hier sonst noch machen könnten.
Nochmal so irgendwas. Ah, das passt überhaupt nicht. Zu groß. Hier hätten wir dann eine super Spoiler, ja. Einen super Kühler. Ich werde das dann wahrscheinlich einfach mal speichern unter Landfahrzeug. Und dann würde ich aber nochmal in den Editor zurückgehen gerne, bevor wir da jetzt anfangen. Und dann probieren wir mal das 60er Jahre Auto zu bauen. Vielleicht klappt das dann, ja. Und dann warte ich aber mit Aufnahme, bis ich da Resonanz zurückbekomme. Und dann bauen wir weiter. Es gibt nämlich übrigens noch ein Flugzeug, noch ein Schiff, Fabrik, Haus, Unterhaltungsgebäude und noch irgendwas, glaube ich. Das muss alles noch eben sowas wie das hier. Das wäre geil. Sowas in der Richtung. Da könnte man ein bisschen rumprobieren. Aber jetzt schauen wir mal, was die hier zu sagen haben. Oh, wir haben es überhaupt vergessen anzumalen. Naja. Oder vielleicht ist es so, dass ihr vielleicht tatsächlich lieber militärisch spielen könnt, würdet. Das wäre dann eigentlich nur zu sagen. Denn ich hätte da, glaube ich, noch irgendwo einen Spielstand, wo wir in der Zivilisationsphase erst anfangen. Allerdings hätten wir dann einen anderen Charakter. Das ist vielleicht auch nicht das Richtige. Aber sagt einfach, was ihr wollt. Wollt ihr das jetzt auf Wirtschaft spielen, auf Militär oder was weiß ich was? Sagt mir einfach, was ihr da haben wollt. Und dann werden wir schauen, dass wir das umsetzen können. Und so ungefähr sieht das jetzt aus im Spiel. Wir müssen nämlich diese Gewürzgräsiere hier einsammeln. Und zwar macht man das so, indem man, oh, die reden ja auch noch schlimm, die man da rüber schickt. Und dann ist es eben, je nachdem wie schnell die sind, desto schnell bewegen sie sich auch und so weiter. Und da baut man dann alles Mögliche dazu. Jetzt gehen wir noch mal kurz in den Autoding, ne? Beziehungsweise Autoding, ja genau. Hier haben wir die ganzen Fahrzeuge, jetzt, ja, achso, deswegen. Es gibt ja noch Schiff, Flugzeug und dann sogar ein Raumschiff, das müssen wir auch noch alles bauen. Und ich würde das jetzt gerne neu bauen, aber ich muss es ja nicht speichern unbedingt, das wäre ja egal. Ich würde das dann sehr gerne so in den 60er Jahre Dings bauen. Dazu bietet sich natürlich sowas an, ist prädestiniert. Sowas ungefähr ein bisschen länger, dass wir so Rolls-Royce-mäßig vielleicht. Da brauchen wir jetzt eine Kabine, die dazu passt. Da würde natürlich die hier, würde sich eignen. Boah, die passt ja perfekt drauf. Geil. Passt perfekt. Super. Dann, wo haben wir das gesehen? Vorne den Kühlergrill. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Der war ja hier irgendwo. Der Kühlergrill. Hier einer. Ah, den habe ich gesucht. Ist jetzt ein bisschen angewinkelt, das stimmt schon. Allerdings stört mich das jetzt nicht weiter. Solange das Endprodukt dann geil aussieht. Und bis jetzt sieht es wirklich geil aus. Hier oben wäre dann toll übrigens so eine Linksfigur, wie sie die immer drauf haben. So eine Kühlerfigur. Figur, ja. Kleiner geht nicht, schade. So ein Blümchen, oh, das wär's. Nee. So, dann als nächstes würde ich sagen, die Reifen. Da passen die hier oder die hier. Oder die hier. Das die hier bis jetzt gefallen mir fast am besten. Oder wir machen hinten D. Und vorne vielleicht sowas. Oder hinten vor. Ich mache jetzt einfach mal die hier. So spontan. Ungefähr die Größe, ja, so ungefähr passt es schon. Ich kenne mich ja nicht so aus mit alten Autos, Oldtimern. Aber ich glaube, das sieht doch geiler aus als unsere erste Karre hier irgendwie. Hat irgendwas, ne? Schon. Hinten mit einem Reifen, das war übrigens auch mal witzig. Schrecklich. So, dann bauen wir hier noch einen Garten. Geil wäre übrigens auch, das habe ich mal irgendwo gesehen, wenn wir hier vorne zwei hätten. Das hat dann zwar nichts mehr mit so einem alten Auto zu tun, aber es ist jetzt auch ein bisschen versetzt, sieht nicht mehr so gut aus.
Wir haben hier die normalen. Oh, da können wir einen so als Reserve-Ding einbauen, wie sie die immer gehabt haben. Ich würde sagen, die lassen wir dann einfach mal oben. Ihr wisst ja, was ich damit meine. Da waren immer diese Reservesatzteile drauf. Oder hier hinten. Das Problem ist nur, hier hinten kann man sie nur so reinbauen. Deswegen würde ich die schon hier vorne lassen. Das können wir hier noch ändern. Oh, Breite. Aha. Und Achsenabstand. Perfekt. Können wir nicht noch weiter zurückziehen? Ja, perfekt. Super. Können wir das hier vielleicht auch noch? Ja, super. So, ich finde das super. So. Das sieht schon mal viel besser aus. Dann jetzt fehlen uns die Lichter. Und zwar haben wir da vorne. Oder hinten vielleicht erst. Zuerst die hier hinten. Da bin ich mir nämlich ziemlich sicher, dass es die hier werden. Also so. Noch ein bisschen drehen. Das ist jetzt kein Fahrzeug aus den 60ern, das ist eher ein Fahrzeug aus den 20ern. Jetzt okay, bis auf die komisch leuchtenden Lichter hier hinten. Ansonsten passt schon. Gefällt mir jetzt schon besser wie der alte. Das sieht gut aus. Das lange gezogen. Perfekt. Jetzt den Grüll. Den müssen wir noch irgendwie ableuchten. Ja, die Lichter sehen an sich eigentlich ganz nett aus, passen aber irgendwie nicht so wirklich drauf. Was ist das denn? Alter, was hier für Teile gibt. Wo sind denn diese runden? Da, die. Das ist dann aber schon eine spätere Auto-Ära, glaube ich. Im Notfall könnten wir die einbringen. Aber was haben wir denn sonst noch? Vielleicht auch hier vorne so langgezogene. Die leuchten alle so stark. Was haben wir? Oh, hier oben mitten drauf. Ja, ich glaube, wir werden da fast die hier einbauen müssen. Oder finden wir vielleicht etwas, mit dem wir den Kühler nicht nur so zurücksetzen müssen, sondern damit man das bisschen gerade machen kann. Das wäre auch geil. Dann könnten wir da tatsächlich vorne so einen richtig urigen Dings draufsetzen. Ich sehe gerade, ich sehe gerade, ich suche gerade hier nach Teilen, die wir vorne einbinden können. Das wäre super. Aber ich finde jetzt auch nicht irgendwas. Wirklich, bei einem Kühler können wir immer wieder draufsetzen, das ist nicht das Problem. Ach so, was irgendwie. Wenn wir den irgendwie so drunter verstecken könnten. So. Oha. Ja, das ist noch spitziger. Etwas, was ein bisschen gerade wäre. Vielleicht, dass man sowas verstecken kann. Hier wäre übrigens auch extrem geil. Ich glaube, es würde gar nicht so schlecht aussehen. Wenn wir den so anbringen. Das würde gar nicht so ausfallen, aber da müssen die Karre wirklich ein bisschen kürzer machen, ne? Sonst wird das zu extrem. Wenn man da irgendwie so, wie sagt man, was da, das, da haben oft oben noch die Zylinder rausgeschaut oder so. Das wäre auch cool. Jetzt ist das schon ein bisschen zu kurz fast. So. Das hat Horkel. Nett, versteht ihr, Horkel? Ja, genau. Bisschen höher. Ja, mag schon so hoch sein, denn sonst sieht er aus, als würde da vorne so abfallen. Sieht dann natürlich kacke aus. Ich würde dann schon diese Box hier drinnen lassen, damit der Kühler hier vorne erstens ein bisschen gerade steht. Sieht dann vielleicht auch besser aus. Beziehungsweise nicht mal unbedingt vielleicht, sondern ziemlich sicher sogar. Und wir können die Lichter auch besser anbringen an der Seite. Ja, das wird doch noch was. Hätte ich mir nicht gedacht, so wie ich die ersten Modelle gesehen habe. Also unser erstes Modell überhaupt. Dachte ich mir, okay, das kannst du fast keinem anbieten. Aber jetzt mittlerweile der hier gefällt mir recht gut, muss ich sagen. Der hat was. Vielleicht die Reifen noch ein bisschen kleiner. Und vor allem ein bisschen dünner. Dass die nicht so auffallen, so stark.
ein kleines bisschen nach vorne. So. Das sieht schon mal wesentlich geil aus. Die Achse würde ich doch gerne ein bisschen nach vorne verschieben. So, vielleicht auch die noch einen Schritt zurück. So. Ja, sieht doch eigentlich recht nice aus. Also das Auto gefällt mir jetzt wirklich gut. Dann, was hat so ein Oldtimer denn noch alles Schönes normalerweise drauf? Wir haben hier noch mehr Kühlergrill. Was? Nee. Wir können dann ja irgendwie versuchen, so aufzumotzen mit so einem Mordsteil da vorne drauf. Sowas, aber das sieht, glaube ich, auch kacke aus, ne? Nee, nee. Lassen wir mal schön. Hier hinten würde ich sagen, bauen wir noch so eine Stange dann doch ein als Kofferraum. Luke. Vielleicht auch zwei. Ein bisschen Details. Ne? So. Da haben sie ja früher auch oft das Gepäck hier aufgebunden. Habe ich gesehen, wo die Koffer dann so angebunden waren. Da war ja auch so ein komisches Gestell. Das würde schon ungefähr passen. So. Okay, ein bisschen nach innen drücken müssen wir sie noch, denn sonst stehen sie zu weit raus. Ja, das jetzt wirklich. Geht es nur mehr um die Ästhetik, geht es ein bisschen genauer her als sonst normal. Aber das sieht eigentlich schon geil aus. Ich bin froh, dass wir das nochmal neu gebaut haben. Jetzt müssen wir noch natürlich, bevor wir es vergessen, unten diese Teile raufbringen, denn sonst hat die ganze Karre keinen Sinn. Die verstecken wir natürlich, weil die würden jetzt alles ruinieren. So, dann sind wir ein bisschen schnell, wir sind ein bisschen ding, wir sind alles ein bisschen, das passt eigentlich recht gut. Dann würde ich sagen, streichen wir die noch schnell. Und die will ich dann auch wieder mit Hand streichen, denn da steckt jetzt schon ziemlich viel Arbeit drinnen. Also ich würde die schon so lack lassen, allerdings werden die natürlicherweise schwarz. Aus irgendeinem Grund haben wir hier kein Schwarz, nur dieses Grau. Das sieht vielleicht auch nicht so gut aus. Wie ist das denn? Okay, das sind Zeberstreifen, das passt gar nicht. So ein Charlie Sheen Gedenk. Anstrich. Sieht gar nicht so schlecht aus, aber auch der passt eigentlich nicht. So, hier haben wir noch alle möglichen Holzdinge. Das wäre übrigens auch geil, wenn man den aus Holz bauen würde. So. Keck. Nee. Hier haben wir leichtes Metall, aber mir gefallen dann die Nieten und die ganzen Streifen. Ja, nicht, ich hätte das einfach gerne in einem matten. Ja, in einem matten Schwarz. Oder weiß, aber weiß gibt es natürlich auch nicht. Dann wird uns fast nichts anderes übrig bleiben, als das tatsächlich so grau zu halten. Das heißt hier uns, mir wird nichts anderes übrig bleiben. Habe ich jetzt die Reifen angemalt? Ach, Trottel. Das haben wir super gemacht, vor allem weil ich keine Ahnung habe, wie ich die jetzt schwarz anmalen soll. Ach super, perfekt, ja. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Wählen wir einfach mal sowas aus. Mal schauen, vielleicht finden. Das würde gar nicht so schlecht aussehen. Jetzt in einem anderen Muster, aber farblich wäre das gar nicht so schlecht. Aber. Ah, hier sehen wir übrigens auch so ähnliche. Also sie haben zumindest dieselbe Scheibe vorne dran. Aber der gefällt mir eigentlich wirklich richtig gut. Also ich bin wirklich froh, dass wir das nochmal gebaut haben. Kann ich nur nochmal sagen. So, vielleicht einen etwas edleren Anstrich, nicht so die SpongeBob-Farben da. Na, oh, das geht überhaupt nicht. Na, hier ist eigentlich nichts wirklich. Was ist kaputt? Räder, Flügel, Segel. Aha, so läuft das ab. Ah, hier nicht. Okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem und dem? Ah, hier wählt man nur die Karosserie und dann kann man die Räder nochmal separat. So, schauen wir mal, vielleicht haben wir was mit so richtig schönen Rädern, schwarzen, wo wir denen einfach anpassen könnten. Ich würde die so lassen, dass wir dann den Rest drüber streichen. Dann haben wir die Räder schon mal zumindest alle in einer Farbe, die wir wollen. Und dann geht es jetzt wirklich nur noch darum, die jetzt so zu färben. Also ich würde dann sagen, wir werden die fast so im grauen Look behalten müssen. Aber was soll's. Ich hätte die lieber in schwarz, so schwarz wie die Scheiben hier sind. Das Auto und dann die Scheiben ein bisschen lichtdurchlässiger. Habe ich die jetzt schon wieder so angemalt? Oh Gott.
So, Räder, wo sind sie denn? Die hier. Schon verbessert. Dann die Scheiben würde ich natürlich, Scheiben, die Lichter würde ich vorne doch gelb machen. So, und hinten dann Rot. In einem schönen Rot. So, auch cool auch, dass man die Lichter sogar färben kann. Diese blaue da. Die leuchten jetzt aber blau, gell? Schade. Dann auch die hier. So. Das Gepäckstangen. Dönse bleibt auch so. Zwischen dem Kühler normal ist eigentlich auch keine so komische Farbe drinnen. Das sieht jetzt alles ein bisschen langweilig aus, aber muss man sagen. Nicht? Ich hätte da schon gern ein bisschen eine pfeffigere Farbe. Aber das passt schon. In der Zwischenzeit lassen wir es so. Ich probiere noch ein bisschen rum. Vielleicht finde ich was. Und ich würde sagen, bis dahin. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hat mich gefreut. Ein bisschen Überlänge hat sie jetzt. Aber das ist ja egal. Bis dahin. Tschüss.